Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Battlefield 4 mit eurem Gastgeber, dem Gunshot. Wir befinden uns auf der Map Belagerung von Shanghai oder auch Siege von Shanghai. Ich hoffe, wir werden hier ein bisschen Spaß haben. Für jeden, den gerade ein bisschen auffällt, dass meine Stimme etwas anders klingt, ich habe mir meine letzten Let's Plays einmal angeschaut und musste zu dem Schluss kommen, zu dem negativen Schluss, dass meine Stimme doch etwas komisch geklungen hat. Das, denke ich, war auf mein Mikro zurückzuführen. Habe deswegen jetzt etwas investiert und habe mir das Sennheiser PC360 Gamer Headset gekauft und hoffe, dass dadurch die Ton- und Soundqualität meiner Stimme natürlich etwas besser wird. Wenn für jemanden unter euch die Stimme immer noch unerträglich klingen sollte, dann tut's mir leid, dann ist das tatsächlich meine Stimme. Ansonsten habe ich alles gefeilscht, um die Stimme so angenehm wie möglich zu machen. Und hoffe, dass so die Let's Plays genießbar werden. Gut, an sich wollen wir jetzt natürlich ein bisschen Action sehen hier auf der Map. Ich zumindest. Aber wer fährt hier? Er sieht was, ich sehe nichts. Jetzt spiele ich mit dem Gedanken, steige ich aus oder bleibe ich hier stehen? Was mache ich? Genau, ich steige aus. Das hat keinen Sinn, da habe ich keinen Bock drauf. Ich bin immer noch unterwegs als Pionier. Einfach bloß mal, um ein bisschen den noch etwas weiter zu leveln. Ich habe jetzt zwar die PP2000, aber wie jeder weiß, ist das ja noch mit die Anfangswaffe. Und die macht auch mal sonderlich nicht wirklich Spaß. Vor allen Dingen, finde ich, sieht die total hässlich aus. Das Einzige, was da gut aussieht, ist das Logo. Oh, guck mal an. Ja, hier ist der Fahrstuhl angekommen. Wir können natürlich nach oben fahren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich da jetzt hochfahre, dann gehe ich gleich drauf. Wir warten mal kurz hier ab. Ich glaube, hier bewegt sich gleich einer auf uns zu. Jupp, dachte ich mir, den habe ich gerade noch auf dem Minimap gesehen. Und dachte mir, wartest du mal. War gut, dass ich gewartet habe. Kann auch mal doof sein, wenn auf dem Minimap nur einer angezeigt wird, weil er gesichtet wurde und die zwei anderen natzen dich dann um, die trotzdem dabei waren. Jetzt ist die beschissenste Situation überhaupt. Die Tür geht auf und ich höre... Ja. Und ich schaue erstmal zur falschen Tür. Shit happens. The Fearful hat sich gefreut. Der hat sich gedacht, mein Gott, wo glotzt der denn hin? Ja, das hätte ich mich wahrscheinlich an seiner Stelle auch gefragt. Können wir nicht mehr mit einsteigen, das ist leider schade. Gehen wir mal mit auf den Panzer. Haben wir noch eine Infanterie? Na. Fahr, los. Bisschen noch. Bam, den haben wir. Hey! Meister, ich kann noch reparieren. Es ist zwar alles gut mit. Der will nicht repariert werden, oder? Ja, das ist natürlich blöd. Wenn man nicht mal warten kann. Ah. Da will man mal helfen. Dann war es das gleich wieder. Von Papa Tian. Nichtsdestotrotz begleiten wir mal einen aus unserem Squad zu Charlie. Ja, gut, er will nicht, dass wir mitfahren. Machen wir mal einen auf Einzelgänger und hoffen, dass er noch lebt, wenn wir oben ankommen. Ja, hat er sich anders gedacht, denke ich. Wenigstens haben wir ihn auch noch gekriegt. Aber das ist auch immer das Doofe an der ganzen Sache. Er wird jetzt reanimiert. Dieses Gecamper da oben auf dem Dach, das ist natürlich... Wird Zeit, dass das Ding einstürzt, würde ich mal sagen. Da kann ich jetzt, glaube ich, 10-mal hochfahren. Wo unsere Helis sind, weiß ich nicht. Wahrscheinlich direkt abgeschossen worden. Ich sehe auf der Map keinen mehr. Wir steigen einfach mal bei Delta ein. Und gucken, wie die Lage hier aussieht. Ja, ein bisschen offensichtlich. Wir hängen uns mal hier.
Ja. Schlecht hingehört. Ich muss die Systemsounds noch etwas niedriger schalten und dafür die Spielsounds etwas lauter. Dann wäre ich jetzt auch nicht total verplant einfach so in die reingerannt. Schnell den Panzer bei Alpha holen, bevor sich das die Gegner holen. Fahren wir mal direkt hoch, die scheinen ja hier irgendwo zu sein. Oder wir fahren einfach mal gegen die. Ich muss hier rangieren. Hinter mir ist auch ein Panzer. Oder der ist oben. Gut, hier scheint jetzt erstmal keiner mehr zu sein. So, runter hier. Hier ist jetzt immer noch einer. Alpha. Smart. Na. Kommst du wohl her? Wo bist du hin? Bis unten lang. Na, 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 na. Komm, ich hab dich schon angefixt. Vertraue mir. Naja, gut, wir wollen jetzt ja nicht die ganze Zeit hier auf wegen einem einzelnen Infanteristen warten. Sondern, ja, genau, den Panzer nicht unbedingt schrotten, wäre jetzt doof. Wir gucken mal, wo wir hinfahren. Delta aktuelles Ziel, machen wir uns mal auf den Weg dahin. So, welche Abzweigung nehmen wir am besten? Wir fahren erstmal komplett gerade durch. Alles konzentriert sich wahrscheinlich jetzt so auf den Punkt Charlie. Da finde ich aber ganz gut, dass sich das etwas auflöst, wenn dann das Gebäude auch endlich mal gestürzt ist. Vorher hat man echt ein bisschen das Gefühl, dass hier die Map doch etwas leer gefegt ist. Ich weiß, ob es hier überhaupt keine Action gibt. So, die konzentrieren sich jetzt aus irgendeinem Grund da unbedingt auf den Eingang von Charlie. Da gehen wir doch mal zu Delta. Bei uns trifft natürlich jetzt irgendwas. Das kotzt mich schon wieder an. Wo sind sie denn? Lieber Herr im Himmel. Ach, schade. War auch zu schön gewesen. Ja, mit einem Typ 88 LMG. Das ist gar nichts. Gut, haben wir jemanden, der... Ah, hier können wir spawnen, hier können wir spawnen, hier können wir spawnen. Meister, fahr nicht wieder zurück. Ich will nach vorne, bitte. Okay, machst du nicht. Nein, nicht. Na, bist du schon kaputt? Jo, bist du. Hier explodiert es überall. Ich hoffe einfach mal, dass das unsere Leute sind. Aber jo, wir nehmen gerade Delta. Da unten haben wir noch Infanteristen. Den haben wir. Wuhu! Hier geht's richtig ab gerade. Da haben wir ein paar Infanteristen. Jetzt hier alleine vorzurennen über die offensichtliche Flanke ist ja ein bisschen doof.
Wir schließen uns ab. Wir rennen mal rechts rum. Vielleicht kriegen wir ja denjenigen, der hier meint, alle abballern zu müssen. Rennt außen rum. Das drüben sieht aus wie ein Sniper, der versteckt sich jetzt hinten. Wie ihr für Minimap sehen könnt. So, jetzt sieht jetzt, dass er wegkommt. Die haben hier oben einen Spawnpunkt. Wir halten uns mal dicht an der Wand. Und hoffen, dass uns jetzt keiner großartig mitbekommt. So, hoffentlich hat er unseren... Ah, er hat ihn bekommen. Das ist jetzt toller Sheetcrawl. So, den haben wir gut weggenommen. Konnte sich noch so verstecken. War natürlich... jetzt kommen sie hier alle. Alle gut formiert. Wo werden wir denn hingehen? Vorräte. Ich brauche nicht unbedingt was. So, wir sind jetzt bei Echo. Und wieder zu Delta hin. Das Fahrzeug ist da hinten. Das wird schon noch zu uns kommen, früher oder später. So, die gehen wir davon aus. Die wollen jetzt hier alle rein. Na, das schauen wir uns mal an. Okay, lasst uns alle rein hier. Sehr geil. Jetzt eine Granate und alle down. Cool, danke. Herrliche Momente, oder? So, da sind wir. Die Armee ist auf dem Dach und wahrscheinlich nicht ein Feind hier. Ja, nicht ein Feind da. Das ist aber super. Puh, wie hoch sind wir denn hier oben? Da oben. Wir haben es gerade gesehen. Ich habe einen feindlichen Helikopter gesichtet. Schade eigentlich, dass wir den nicht komplett runterholen konnten gerade. Also gegen den Sniper, da habe ich keine Chance, glaube ich. Ich kann ja mal was hinsetzen. So. So, und jetzt fliegen wir runter. Ich habe jemanden gekriegt, glaubt man nicht. Sehr geiles Ding. Und jetzt gehe ich runter und werde direkt weggeschossen. Werde ich weggeschossen? Ich krieche mir den Weg zum Sieg. Du da oben ist ein Sniper. Wollte ich bloß gesagt haben. Alles klar, du weißt Bescheid. So, die Tür. Gut, über die... Wo war er jetzt? Nicht hochfahren. Nicht alleine hochfahren hier mit mir. Ich brauche dir. Oh, das war ja einer. Hinter den Regalen. Er ist ein pfiffiger Typ, der Igor. Also wirklich. Ja, hatten wir gerade einfach mal Pech. Gucken wir, wie die bei Charlie. Das meine ich damit, ne? Alles formiert sich hier an einem zentralen Punkt. Wir gehen mal hier mit, denn das hat mehr Sinn. Und rennen auch direkt wieder weg. Den hat er. Ich bin der Meinung, das ist oben. Nicht wegfahren. Ah, hier geht's nicht durch. Nein. Ich wollte dir haben. Dich will ich auch noch. Woo! Nennt mich Rambo. Woo! Und nochmal. Multikill.
Wäre jetzt schön, wenn es da gestanden hätte. Hat's aber nicht. Ist einer mit der Shotgun unterwegs. So, ich renne so, als müsste ich ganz dringend Pippi. Wo sind die Klos hier? Ich habe keine Ahnung. Hier oben ist dann wieder einer wahrscheinlich. Ah, da können wir wieder nicht viel ausrichten. Wo rennt der lang? Rennt der oben auf dem Gebäude lang? Ja, den Heli angreifen. Das wäre natürlich cool. Wenn ich das jetzt auch mal eben so einfach könnte. Ne, so einfach wird das nichts. Hm. Oh. Was ist denn hier? Warum hänge ich denn hier fest? Jetzt spawnen die hier, die Drecksäcke irgendwie. Entschuldigt, mein Räuspern. Die müssen hier irgendwo rumhängen. Eben waren sie noch da. Was regelt unser Heli gerade? Das ist wieder oben auf dem Dach. Ja, da ist ein feindlicher Heli. Ist immer noch da. Sind die jetzt alle ernstlich? Ehrlich auf dem Dach? Das ist ja langweilig. Ich weiß nicht, was die hier schießen, aber die schießen auch was. Gut, ich glaube, so ein bisschen das Gefühl, wir rennen hier im Kreis. Ja, wir rennen jetzt einfach mal weiter zu Echo durch. Hat ja sonst so an sich jetzt gar keinen großen Sinn. So, hier gibt es einen Aufzug. Ne, hier gibt es keinen. Hier gibt es eine Straße. Jetzt sind wir wieder bei Delta. Hier unten rumzuhängen ist jetzt auch irgendwie nicht so die feine Enge. Da kommt was. Könnt ihr oben? Da! Und die springen alle aufs Dach. Kontraproduktiv, meine Damen und Herren. Er ist tot. Das kann es ja nicht sein. Jetzt kommen die hier. Wie die? It's raining soldiers. Halleluja. Meine Gesangskünste sind nicht die besten, das weiß ich. Da ich da aber nicht hochkomme, begehe ich gleich entweder Selbstmord hier oder, keine Ahnung, ich spiele Schach mit irgendeinem anderen. Da ist gerade keiner da, der sich anbietet. Von daher gehen wir einfach mal direkt ins Suizidlager Charlie. Und versuchen, dort doch mal extravagant zu sterben. Und vielleicht sogar den einen oder anderen mitzunehmen. Ich könnte jetzt natürlich auch einfach mal mit der MBT-Law hochfahren. Und einfach direkt den Schuss raussetzen. Ah! Schon wieder zur falschen Seite. Das kannst du keinem erzählen. Und dann auch noch aufgezeichnet. Ich hoffe, ihr habt was zu lachen. Ich krieg das mit den Fahrstühlen. Jedes Mal derselbe Fehler. Ah, wir steigen bei unserem Squad-Leader ein. Wo ist er? Wo hängt er? Okay, er macht hier einen auf. Ich warte hier so lange, bis ein Heli kommt. Ob er mich rauslässt, ist... Ich gehe einfach mal durchs Fenster. So, was ist denn sein Ziel? Was möchte er denn einnehmen? Echo ist wieder feindlich. Besitz, entschuldige, jetzt kriege ich Schluck auf. Okay, hätte ich das gesehen, wäre Echo scheinbar schon wieder zu nehmen gerade. Ich habe jetzt das nächste Ziel erstmal. Charlie. Ich versuche es weiterhin da. Muss ja langsam mal kaputt gehen. Passiert diesmal leider nicht. Haben wir nicht zerstört. Die Map scheint auch gleich zu Ende zu sein. Wir haben gewonnen. Das ist doch immerhin mal was. Wir fahren einfach nochmal hoch. Na, wir fahren nicht mehr hoch. Tja. Das war's dann wieder. Auch hier auf der Belagerung von Shanghai. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Und dass die Soundqualität von meiner Stimme natürlich etwas besser ist. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei.
Und ansonsten wünsche ich euch was, euer Gunshot.